Nun geht es darum, wie eigentlich dieser ganze Bewerbungsprozess an der HFF so war, wie er für mich war und wie er vielleicht auch für dich ist. Es gibt dort ja jedes Jahr so einen größeren Katalog an Aufgaben. Und ich werde nochmal in einem anderen Video mal auf die aktuellen Aufgaben eingehen, wobei diese Zeit langsam schon eng wird, aber ich mache es trotzdem und erinnere mich jetzt mal kurz so, wie es bei mir damals war. Also wir hatten auch die Aufgabe, dass wir auf jeden Fall einen Kurzfilm drehen mussten zu einem von vier grob festgelegten Themen. Ich hatte mir damals das Thema ausgesucht, ich bin nicht so der romantische Typ. Den Film selber habe ich euch unten verlinkt, das ist Chiller. Also, was ich vorhin meinte, ne, ist, dass es Frauen doch eigentlich überhaupt nicht mehr auf Romantik ankommt. Die wollen einfach durchgebumst werden. Aber mit Kerzenlicht an. Film, den ich damals, naja, sehr rustikal umgesetzt habe. Also ich hatte selber auch die Kamera gemacht und geschnitten hatte ich ihn sowieso und eigentlich so ein bisschen alles. Weil der Kameramann, den ich damals wollte, dafür ungefähr eine Woche vor dem Dreh, war das ein Skiunfall hatte und mit der Gehirnerschütterung völlig ausgenockt war. Ich hatte glücklicherweise vorher ein paar Schauspieler kennengelernt, unter anderem Uwe Thompson, mit dem ich jetzt später auch meinen Film 01 gemacht hatte, aber dazu dann mehr. Und Antonia Wermeling. Und das war natürlich eine schöne Möglichkeit, mit denen dann auch zu drehen. So, also guckt euch den Film mal an. Mich interessiert auch sehr, wie ihr ihn fandet. Und dann können wir nochmal drüber reden. Eine andere Aufgabe war etwas abstrakter. Und zwar ging es darum, ein filmisches Selbstporträt anzufertigen. Dabei gab es so Stichpunkte. Das war Treibgut, Erinnerungen, Bruchstücke, zwei Seiten meines Lebens. Kurz gesagt, eine Aufgabenstellung, mit der kein Schwein was anfangen kann. Irgendwie muss man da ein bisschen Kunst draus machen. Ich hatte damals verschiedene Ansätze und bin über den Ansatz, den ich gewählt habe, im Nachhinein sehr froh gewesen. Ihr könnt euch auch das anschauen, zwei Seiten meines Lebens, auch das habe ich euch hier unten verlinkt. Ich habe damals quasi die gescheiterte, selbstkrisende Künstlerpersönlichkeit und den Alkoholiker-Business-Office-Typen gegenübergestellt. Das war schon sehr artifizieller Bullshit, aber hat unglaublichen Spaß gemacht. Und ja, letztendlich ist es auch funktioniert. Ich habe damals mir gedacht, dass es besser wäre, visuell zu erzählen und nicht verbal zu erzählen, wer ich bin. Also ich hatte schon da die Vermutung, dass einfach so ein Off-Text eine schlechte Idee wäre und auch eine zu kitschige Emotionalisierung nicht unbedingt unpeinlich enden würde. Und ich glaube, ich habe das damit ganz gut getroffen. Insgesamt habe ich gemerkt, dass es ohne das allgemeine Rezept genommen zu werden und verraten zu können, weil das weiß keiner so richtig, habe ich gemerkt, dass die Idee, dass jemand visuell erzählen kann, was ist, was in der Regel gut ankommt. Denn Filmsprache ist natürlich Bildsprache und wenn das in deine Bewerbung rauskommt, hast du definitiv schon mal was richtig gemacht. Das ist was, was ich schon gemerkt habe. Zu diesen Themen, die es gab, zu denen man ja auch diese Kurzfilme wählen konnte, gab es damals auch noch eines, ich glaube, es hieß, Sie müssen mich verwechseln. Und bei diesem Thema ging es dann darum, einen Film zu schreiben. Also da musste ein abendfüllender Film konzipiert werden. Das ist dann eher so eine Exposé, Synopsis, Treatment-Geschichte. Einfach dann hinsetzen, Film schreiben. Das war da so das Ding. Sehr interessant und sehr konfus war eine andere Aufgabe. Und zwar ging es darum, ein dokumentarisches Filmkonzept auszuarbeiten. Dabei gab es vier Berufsgruppen. Und ich habe tatsächlich so ziemlich jede Berufsgruppe versucht zu machen. Also es gab den Punkt Pfandleiher. Das bot sich an, denn in der Straße, wo ich damals gearbeitet hatte, gab es einen Pfandleiher. Also dachte ich mir, ich gehe dahin und die Jungs haben nur Bock, dass ich vorbeikomme und jetzt erzähle, dass ich mit ihnen ein kleines Interview führe, ein paar Fotos mache, um ein Dokumentarfilmkonzept auszuarbeiten. Problematischerweise waren die Jungs nah am Burnout. Haben so gemeint, ey, Alter, wir können das nicht machen. Es kommen hier ständig potenzielle Studenten, die mit uns über unseren Pfandleiherjob reden wollen. Wir haben da gar nichts zu erzählen, wir machen das nicht. Dachte ich mir, blöd. Dann bin ich zu einem Tauchlehrer und auch bei diesem Tauchlehrer, den man in München erstmal finden musste, war ich nicht der Einzige. Es gibt dort eben nicht so viele Tauchlehrer. Naja gut, er hat dann mir als den dritten Anwärter, der sich da ihm präsentiert hat, Rede und Antwort gestanden. Problematischerweise hatte ich mir eine Kamera geliehen, damals eine GH2, und war ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, die Belichtungszeit richtig einzustellen. Und so waren all meine Fotos ziemlich verwaschen und unscharf.
damit war der Tauchlehrer schon so ein bisschen raus. Dann gab es noch Hirte und Wahrsager. Jetzt ist es auch nicht so ganz leicht, in der Stadt einen Hirten zu finden. Es gibt tatsächlich einen in München, der ja, dort wohl im englischen Garten Schafe behütet. Und natürlich hat dieses arme Schwein von so ziemlich jedem Einzelnen, der versucht, sich in München zu bewerben, eine Anfrage. Und jeder kommt um die Ecke und sagt so, hey, hier, Hirte und so. Also ich wusste, ich muss das irgendwie kreativer denken. Da dachte ich mir, na gut, ein Pfarrer ist ja auch ein Hirte. Also das ist so eine etymologische Geschichte, die will ich an der Stelle nicht näher ausführen. Auf jeden Fall ist das sehr plausibel, auf den Pfarrer zu kommen. So, nun war ich in der evangelischen Gemeinde meiner Nachbarschaft und der Pfarrer hatte so gar keine Lust auf mich. Auch mein Verweis darauf, dass ich schon sehr viel Kirchensteuer gezahlt hätte, hat ihn nicht wirklich dazu motiviert, mit mir dieses Konzept durchzugehen. Naja, dann dachte ich mir, okay, du musst ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, das Ganze ein bisschen größer machen. Und dann habe ich einen der bekanntesten Pfarrer angefragt, nämlich den Fernsehfacher Jürgen Fliege. Die etwas Älteren unter euch kennen ihn vielleicht noch, diese Talkshow-TV-Ikone der 90er mit dem berühmten Spruch, passen Sie auf sich auf. So, ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass sich Jürgen Fliege noch melden würde. Kurioserweise passierte es dann aber, dass sich Jürgen Fliege meldete. Leider, nachdem ich meine Bewerbung schon abgegeben hatte. Er hat mich dann trotzdem zu sich eingeladen. Ich bin zu ihm nach Tutzing gefahren. Wir saßen in seinem Haus, hatten ein interessantes Gespräch. Wenn Sie nämlich Nadeln da reinstechen, habe ich immer so ein bisschen Schiss davor. Das wirklich sehr spannend war. Also wir sprachen über Symbole und verschiedenste Dinge, auch Abläufe, TV-Talkshows und so weiter. Aber es hatte nichts mit der Bewerbung zu tun. Also wieder ein kleiner Zeitsprung zurück, denn das Einzige, was nun übrig blieb, war die Wahrsagerin. Also saß ich bei einer Wahrsagerin. Diese Wahrsagerin hatte in der Nähe der Fraunhofer Straße eine alte Wohnung, die sie für sich als Praxis so umfunktioniert hatte und fing dann irgendwann auch an, mit mir so über ihre Erfolge zu reden, wem sie schon durch ihre Wahrsagertätigkeiten das Leben gerettet hatte und hat mir unter anderem auch vorausgesagt, dass ich genommen werde. Ja, gut. Es war dann allerdings so, dass das ganze Gespräch sich ziemlich zog. Sie hatte eine Stunde sich für mich Zeit genommen und ich musste am Ende innerhalb von 5 Minuten ziemlich wilde Fotos mit ihr durchballern, die ehrlich gesagt schwierig waren. Ich habe mich dann dafür entschieden, die Bilder schwarz-weiß zu machen und im Photoshop farbig die wahrsagerisch-magischen Elemente wie ihre Karten oder unter anderem auch eine kleine Glocke hervorzuheben. Das sah etwas wild aus, hat aber irgendwie für diese Bewerbung funktioniert. Genau, dann gab es noch einen Fragebogen, der so ein bisschen meine Motivation klären sollte. Filme, die ich mag, sollte ich reinschreiben, unter anderem auch deutsche Filme. Kleiner Tipp, seid da einigermaßen ehrlich und schreibt nicht den Scheiß rein, wo ihr denkt, dass die Professoren das hören wollen. Das sind ganz normale Menschen, die auch ganz normale Filme gucken. Und wenn jeder Metropolis reinschreibt, dann fällt das auf. So, ideal ist es natürlich, wenn ihr vielleicht mit den Filmen auch persönliche Bezüge verknüpft. Also das kann euch vielleicht im Kolloquium helfen, denn ihr werdet auf diese Filme auch angesprochen. Ich hatte unter anderem bei den deutschsprachigen Filmen Das Weiße Rauschen drin. Das Weiße Rauschen, ein Film mit Daniel Brühl, bei dem er auf einem Pilztrip hängen bleibt, danach eine tiefere Psychose entwickelt. Das ist natürlich ein Film, da kann man schön erzählen über seine Pilzpsychosen. Also wenn man danach gefragt werden sollte. Ansonsten Professoren, die man gerne hätte, das war eine Frage, die da drin vorkam. Ich habe damals, glaube ich, Lars von Trier reingeschrieben. Ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob die Idee gut wäre, Lars von Trier als Regieprofessor zu haben. Es gibt ansonsten noch ein paar Aufgaben, die ein bisschen Hürde und Schikane zu sein scheinen. Also ich verstehe nicht, warum der handschriftliche Lebenslauf sein musste. Das war mir rätselhaft. Insgesamt ist es trotzdem wichtig, dass diese ganze Mappe stimmig ist, dass sie sauber und mit Mühe gearbeitet wirkt und dass einfach eben alles drin ist. So, und das ist eigentlich so das Gesamtpaket. Das hat mich damals zu neben der Arbeit gut 2 Monate beschäftigt gehabt. Ich bin im Nachhinein sehr glücklich, dass es funktioniert hat. Ich habe später viele abenteuerliche Sachen gehört, was für Level inzwischen bei Bewerbungsfilmen an den Tag gelegt werden. Also, dass Filme mit einer Wet gedreht werden, dass teilweise Aufwände gefahren werden, die man erst beim Film 02, teilweise beim Film 03 nach 3 Jahren an der HFF normalerweise wieder hinbekommt. Das ist natürlich vollkommen überzogen und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so konstruktiv ist, denn wenn dort eine Bewerbung kommt mit einem Film, der so ein Level ist, als hätte man dieses Studium nicht nötig, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Also ich glaube, die technische Hürde und die technische Hemmschwelle sollte einen nicht abschrecken,
Es geht darum, wie ist die Freude am Filmemachen, wie ist die Fähigkeit, filmisch zu erzählen und wie ist vielleicht auch die eigene künstlerische Anlage. Also wie ist das Potenzial, was zu lernen, geprägt zu werden und trotzdem was mitzubringen. Zu einem gewissen Teil eine Künstlerpersönlichkeit mitzubringen, die aber noch geformt und geschliffen werden kann von denen, die das natürlich dann gerne tun und damit finanziert werden, dass sie es tun. Und genau damit komme ich auch zum letzten Punkt, nämlich dem Motivationsschreiben. Ich denke, genau diese Punkte sollten auch aus dem Motivationsschreiben hervorgehen. Das ist genau das, wo ganz ehrlich und ohne allzu viel Taktieren deine Liebe zum Film daraus hervorgehen sollte und warum du das Ganze tun willst. So, damit höre ich jetzt auf mit meiner kleinen Geschichte. Ich komme dann mal weiter zu den nächsten Schritten. Wenn das Ganze nämlich funktioniert, wirst du eingeladen zu einem Auswahlverfahren, wo du zweimal in der HFF zugange bist und mit sehr, sehr spannenden Aufgaben konfrontiert wirst. Dazu mehr im nächsten Video. Bis dann.